Hallo und willkommen zu einem neuen Horror-Indie-Game. Wir spielen heute Isle of the Bones. Und ja, fangen wir direkt an. Augen zu und durch. Okay, also wir wurden von der Frau kontaktiert. Wir sollen da in ihr Kindheitshaus rein, wir mal ein bisschen gucken. Okay, hat sich, also ihr Vater hat sich umgebracht und das kann er jetzt nicht mehr. Okay, also die haben da Schreie gehört und so weiter und konnten dann nicht, also jeder, der versucht hat, da reinzugehen, hat da halt nicht lang durchgemacht. Ja, also wir sollen da auf jeden Fall mal gucken. Schauen wir mal, so ein Spukhaus. Das ist unten. Also F haben wir Taschenlampe, soweit ich weiß. Mit E können wir interagieren. Mit Shift rennen wir. Ja, dann gucken wir mal, was wir machen können. Das ist zu. Da. Ich bin sehr gespannt. Unity war ja relativ kurz, das wird dieses Game nicht sein. Das ist, ich glaube, nicht so kurz. Zu. Ja, zu, bin ich bekloppt. Hätten wir doch unten längst gemusst. Alter, der räuspert sich sogar. Das macht mich fertig. Das halte ich nicht durch. Leute. Ja, hier haben wir ja Licht. So, ich behalte noch auf. Mit Loading. So, meine Taschenlampe ist ja wohl hoffentlich noch. Ne, ist natürlich nicht mehr angewiesen. So, hier ist der Stromkasten. Kann ich scheinbar nicht anmachen, oder? Das sieht doch nach Sicherungskasten aus, ja. Da ist noch eine Tür, da ist ein Bild. So, vielleicht sollten wir uns auch mal den Boden angucken. Wir sollen ja ein bisschen herausfinden wahrscheinlich, was es hier sich gehandelt hat. Aber das sieht doch alles noch sehr normal aus, nur halt verlassen. So, oh, jetzt wird's interessant. Gehen wir mal chronologisch durch. Hier ist ein Klo. Haben einen Hut auf, guck mal. Nice. Ich freue mich ja auch schon tierisch auf Outlast, ne? Das könnt ihr mir glauben. 2016, also dieses Jahr, wird ja ein neues Outlast rauskommen. Sagt uns jemand, ne, oder? So, hier ist noch... Ah, nicht, dass die Taschenlampe ausgeht. Also, vorher habe ich jetzt aber auch ein bisschen Angst, ne? Okay. Ah, guck mal, hier geht's noch weiter. Was ist hier passiert? Ich ermittle. Aha, guck mal, das sieht doch... Ja, hebe es auf, Jung. Man muss gedrückt halten. 5. Januar. Dinner, also Essen, wenn... Let's go away, children. I've got everything packed. Okay. This is strange. I'd better keep this to myself. Ja. Was auch immer. Also noch nichts Besonderes, aber auf einmal wollten die scheinbar... Ja, das sieht doch gehbar aus, als könnte man das schieben. Das sieht doch hier, hier ist doch auch noch ein Weg, oder? Nee, vielleicht bin ich einfach nur blind. So, hier, mehr ist in dein Gärtchen hier nicht zu finden. So, aber hier, nee, hier gibt's definitiv nicht weiter, oder? Hier kommen wir nicht rein. Aber gibt es denn irgendwie einen Schlüssel oder sowas für die anderen Räume? Ah, guck mal. Wir haben einen Schlüssel. Das heißt, irgendwo kommen wir jetzt rein. Oh, muss das Licht so flackern? Ganz im Ernst. So, hier war... Hier konnten wir ja überall. So kann ich hier eigentlich nicht sprinten. Kann der nicht mehr? Oder wegen der Taschenlampe?
was auch immer. Ja, dann würde ich sagen, zurück in den Hauptraum. Shadow, mach doch Licht an. So, mal sehen, wo wir rein können. Hier nicht. Also nach oben. Das heißt, eine von den beiden Türen. Ah. Alles klar. So, merken, von da kommen wir. Gehen wir zuerst nach rechts. Okay. Und hier in... Schreit doch irgendjemand. Ich war leer, ne? Oder bin ich da jetzt? Okay. Bisschen Papier, aber sonst nicht. Ah, warte mal. Kommen wir da raus? Nee. Alles klar. Bis jetzt habe ich mich noch nicht erschrocken. Aber das wird sich ja noch. So. Das heißt, wir müssen hier längs. Hier ist wieder ein Klo. Duschraum. Ich würde gerne mal bei Lunzen, aber da scheint nichts zu sein. Ein Waschbecken, wo man durchgucken kann. Eine Toilette. Noch benutzbar. Wahrscheinlich benutzbar. Man weiß ja nie. So, ein neuer Zettel, ein neuer Hinweis. Am 7. April. Okay, also die schreiben, das Haus ist sehr, sehr, sehr gruselig, also man hört Schreie und sowas. Na gut, aber ich meine, das muss man dann halt in Kauf nehmen. So, da drüben geht's wahrscheinlich weiter. Schauen wir uns hier nochmal die Uhr an, besonders. Barfuß? Ne, beim Schuh an. Gut, ziemlich komische Schuhform. So. Noch ein Klo, viele Toiletten, ein Kühlschrank. Wieso pocht das Herz hier so? Kann ich ihn öffnen? Nein. Nichts. Das Pochen ist auch weg. Hä? Ja, aber ich habe jetzt keinen Schlüssel oder sowas. Also muss ich mich nochmal umschauen. Wo kommt das denn her? Huste doch nicht, Alter, Mann! Ich bin der. Hustet der einfach. Keine Ahnung. Also hier ist mal definitiv nichts mehr. Hier haben wir alles abgeguckt. Oder? Ich sehe jetzt noch. Nee. Okay. So, dann war hier der Zettel. Von wegen schlimmer Schrei. Haben wir gesehen. Haben wir verstanden. Dann war hier das Klo.
worauf ich mich auch aufstellen kann, was weiß ich. So, hier war die Badewanne. Ein bisschen dreckig, aber geht. Da geht's zurück. Dann ging's hier. Ist zu. So, hier. Fenster, Lampe, Schrank. Schrank, aber leer. Ich kann scheinbar nur diese eine Schublade öffnen. Das heißt, oh, hat sich mein Spiel mal selbstständig gemacht, ist nicht so schlimm. So, hier war der Tisch. Warum macht der denn Geräusche? Spinnt der? So ein kleiner Hocker. Ja, aber hier ist ja überall nichts. Da geht's auch nicht längs. Kam das jetzt her? Also hier scheint irgendwas am Laufen zu sein. Also gehen wir einfach mal wieder nach unten. Vielleicht ist ja jetzt irgendwo anders eine Tür auf, auch wenn ich das nicht hoffe, weil dann ist ja noch jemand hier im Haus. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach mal wieder raus hier. Hier ist immer noch zu. Eigentlich müsste es ja wenn dann auch da weiter. Na egal, gehen wir einfach mal wieder runter. Okay. Bisschen kaputt. Aber das stört ja keinen. So. Ja, aber wieder nach unten ist ja auch Schwachsinn, oder? Nee, das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ganz draußen kommen wir nicht. Ja, nee, ich gehe nochmal hoch. Das muss ja da oben irgendwie weitergehen, oder nicht? Da wird irgendwo ein kleiner Schlüssel sein, den ich nicht gesehen habe. Wir finden das schon. Ich verstehe halt auch nicht, warum ist hier eine verdammte Schublade, ein verdammter Schrank, aber da ist nichts drin. Hier kommen wir ja auch nicht raus, scheinbar. So, ich probiere es jetzt nochmal hier unten, würde ich sagen. Irgendwo muss ja noch was. Irgendwo muss ja noch was sein. Checken wir nochmal alles. Also, wenn das jetzt so Spuren sind, würde ich sagen, dass die so hier hinführen. Aber da kommen wir einfach nicht hin, leider. Hier ist auch nichts. Da ist zu. Muss ja irgendwo noch was sein. So, da kommen wir auch nicht rein. Auch so ein Kühlschrank. Holz. Aber draußen waren wir ja auch schon.
Aber wie gesagt, ich denke, dass das hier irgendwie vielleicht sieht so aus, als, naja, vielleicht, oder? Vielleicht ist das nachher unser Weg für die Freiheit, oder war die Mutti? Oh mein Gott! Als ob! Ja, alles klar. Da sind wir wohl ein bisschen runtergefallen. Können scheinbar hier nicht hoch. So, alles klar, dann gehen wir erstmal nach links, vielleicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, was jetzt der beste. Wir gehen einfach mal jetzt hier. So, wir sind jetzt scheinbar unter dem Dings. Keine guten Lichtquellen. Ah, da geht es sehr, sehr weit nach da. Ich würde gerne erstmal gucken, was da noch in der Nähe ist, weil wir da scheinbar auch nicht wieder hochkommen. Wird es einen anderen Ausweg geben. Deswegen gucken wir uns am besten erst nochmal alles an hier unten. So, da ist Wasser. Geht nämlich auch hier. Ah, guck mal. Da kommen wir nicht ran. Vielleicht müssen wir das später nochmal hin. Ja, das ist. Ja, wahrscheinlich sind es einfach zwei Wege, die in dieselbe Richtung führen. So, da kommen wir, können wir denken. Und hier ist ein kleiner Schacht. Oh. Ach, man sieht auch fast gar nichts. Sieht's hier aus, als wir hier noch einen Durchgang. Nein, die geht jetzt nicht. Wehe, die geht aus. Kann nichts mehr machen. Oh, wir haben verloren. Warum? Oder? Nicht? Oder wollen wir... Was? Hä? Dürfen wir weiterspielen? An derselben Stelle? Wenn ja, wäre das ziemlich cool. So. Wir spielen jetzt einfach weiter. Das habe ich jetzt zwar nicht ganz verstanden, aber... Alright. Ja, noch tiefer würde ich eigentlich nicht. Auch noch zu. Na gut, gehen wir weiter. Na, guck mal, wir können rennen. Vielleicht ist es so, wenn unsere Taschenlampe leer ist, dass wir da keine Chance mehr haben oder sowas. Es geht tatsächlich noch tiefer. Alter. Ja, hier wird nicht sehr gemütlich. Zu. Zu. Na gut. Ach nö, Alter, das zerbricht doch oder sowas. Wieso sollen wir eigentlich so ein Haus erkunden, wenn wir dann sowieso in der Kanalisation rumdüppeln? Macht doch meiner Meinung nach wenig Sinn. Komm. Ja, übertreib das halt mit den Wegen. Flackerndes Licht ist immer ein gutes Zeichen. Ich verstehe jetzt auch nicht ganz, was wir hier unten finden sollen. Wieder ein Ausgang nach oben, oder? Geil sind diese langen, dunklen Gänge, wo du nichts sehen kannst und einfach nur geradeaus rennst. Alter, wir gehen doch nachher im Kreis. Ich kann auch nicht erzählen, dass das so aufgebaut ist unten. Dass irgendwie so mal hier so ein Hochspannungsgerät steht, alle paar Meter. Ja, wo sind wir jetzt? Ja, guck mal, was ist das denn? Ja, guck mal, wir können schwimmen gehen. Aber, auch mal hier runter. Achso, hier geht's gar nicht. Ist das ein Wasser? Ah doch, hier ist Wasser. Das bestimmt's richtig.
Ich will doch einfach nur wieder nach oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann so tief ist. Okay, hier ist mal tatsächlich eine Sackgasse. Kommen wir da lang? Wie läuft der denn? Na, nee, hätte ich auch gewundert. Ja, gehen wir mal wieder nach oben. Oder? Sollen wir da hinten? Nee. Das ist ja auch Schwachsinn. Guck mal, ich kann so, vielleicht kann ich dir irgendwie behelfen. Na klar, lassen wir das mal. Wir wollen ja nicht cheaten. Ja, wieder läuft. Aber das sieht doch schon mal schön groß aus. Und das sieht doch hier nach einem vernünftigen Weg aus. Das heißt vernünftig, ne? Da hinten ist halt irgendwie genau derselbe Weg. Und da halt auch. Okay, guck mal. Hier haben wir mal schon mal was an Neues. Denke mal, das könnte der Ausgang sein. Wo wir aber scheinbar noch nicht hin können. Und wir in diesem verdammten Labyrinth hier wahrscheinlich einen Schlüssel suchen müssen. Der dazu... Alter. Na gut. Weiter geht's. Müsste ja dann theoretisch hier jetzt wieder. Nein, hier ist eh zu. Das ist hier zu. Das ist ein Stromteil. Ah, hier auch. Mann. Gab's irgendwo einen Hinweis, wo wir hin müssen? Ja, boah, Alter, was ist hier passiert? Ja, Junge, hier ist eine Leiter. Wer ist das? Das ist ein Smiley. Okay, halten wir uns nicht zu lange auf, aber ich will wissen, ist es ein Mann oder eine Frau? Ich weiß es nicht. Komm schnell weg. Ich weiß, glaube ich, ungefähr noch den Weg, den wir gehen müssen. Okay, sehr gut. Wir haben den Key, wir haben den Key. Wir können hier raus, wir können hier raus. Der war vorhin nicht da, oder? Oh, scheiße. So, dann sind wir hier längst. Jetzt huste doch nicht, Mann! Ich bin hier kurz vorm Nervenzusammenbruch. Der kann auch nicht mehr rennen. Warum rennt er nicht? Rennen. Okay, die Sounds sind weg. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. So. Alter, aber da hatte ich bestimmt richtig Glück, dass ich die Leiche... Das ist so lächerlich. Das macht die Stimmung ein bisschen kaputt, muss ich dir leider sagen. Ja! Ja, ja. Leute, ja. Ich glaube, wir kommen hier raus. Oder auch nicht. Sondern nur eine Etage höher. Aber okay, wir haben eine Leiche. Wir haben einen ersten Anhaltspunkt und die Leiche wurde im Keller versteckt. Ich dachte... Ja! 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 Sehr gut, das ist gut. Ja! Leute, wir sind ganz dicht dran. Okay, mehr ist hier nicht mehr. Kannst du mir nicht sagen, dass die Tür... von der Seite auseinanderfällt und wir die von der anderen Seite nicht aufbekommen haben. In 100 Jahren. Ah! Geh weg! Geh ich weg? Weiß ich nicht. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Okay, ich guck einmal weg und dann bist du auch weg, ne? Du bist nicht weg. Scheiße. Fuck! Wie komme ich denn jetzt? Ich muss da ja vorbei. Ich muss ja, es gibt ja keinen anderen Weg hoch.
Das ist die wir unten gesehen haben, kann das sein? Ja, ich gehe jetzt nicht nochmal runter, das kannst du vergessen. Ja, hier gibt's keinen Weg. Ja, toll. Oh nein. Ist er weg? Ne, jetzt steht er noch. Vielleicht ist sie ja gut. Ja, wahrscheinlich nicht. Leute, das macht mich wieder völlig fertig. Warum spiele ich so eine Dinge überhaupt? Gefällt euch das eigentlich? Lass mal ein Like da. Ja, ich vermute mal, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Das ist wahrscheinlich für Etage 1. So, dann kann es nicht mehr gehen. Wir haben schon relativ viel. Ja, passt. Passt, passt, passt. So, wir sind hier. Ja, der Stockwerk ist genau gleich aufgebaut. Hier sind zwei Holzbretter. Das erste ist bei der Mond, das ist meine Taschenlampe. Okay. Ah, guck mal. Okay. Hier eine kleine Eskalation. Schau mal, was wir hier finden. Achso. Okay, es ist so ein Durchgang. So, kann man da vielleicht auch abhauen. Das müssen wir uns mal merken. Ich weiß nicht, ob uns noch was verfolgen wird. Ich könnte es mir aber denken. Blut führt hier rein. Ja, okay, hier sind Schränke. Gucken wir gleich. Ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht raus kann. Nein. Ja, dann schauen wir mal, ob wir was finden. Ich glaube hier, ja. Okay, ein Schlüssel. Ich weiß nicht, wofür der ist. Die einzig verschlossene Tür fällt mir noch auf. Oben im vorletzten Stock. Hier läuft die Musik. Ich gehe jetzt direkt mal oben probieren, weil das mir hier so, zu gruselig. Vielleicht ist der für oben. Vielleicht müssen wir den Rest gar nicht gucken, weil das leer ist. Ich hoffe es. Ich dachte, da verfolgt mich was. Das ist das Ding, was die Lampe spiegelt. Oh Mann, Alter, hier macht mir jede Kleinigkeit fertig. Wahrscheinlich huset der Typ gleich auch nochmal dreimal und dann bin ich weg. Das passt. Ja. Vielleicht sind wir dem Ende ganz nah. Okay, hier geht's raus. Merken. Passend dazu verschwindet bei mir gerade die Sonne und es ist mega dunkel. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Das verfolgt mich! Das verfolgt mich! Das verfolgt mich! Ich komme hier nicht weg! Ich komme hier nicht weg! Ich komme hier nicht weg! Geh auf! Die Tür muss aufgehen! Die Tür muss aufgehen! Geh auf! Geh zu! Geh zu! Ah! Ah, alter Schwede! Okay, 1. Oktober. Flüsterei scheinbar. Männliche flüsternde Stimme. Immer und immer. Warum hat sie mich verlassen? Okay. Irgendwas, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht, Junge. Aber hier können wir nicht bleiben. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen ja irgendwas machen scheinbar. Wir warten jetzt, bis die Geräusche wechseln. Weil ich glaube irgendwie, das ist so ein bisschen der Sinn. Frage ist, verfolgt uns der Typ? Oder ist er weg? Ist er da verschwunden? Aber vielleicht ist das so der Typ, der hier irgendwie die alle umgebracht hat, ne? Das kann natürlich sein. Aber das Klopfe geht weiter, sodass... Das wird langsam. Das wird langsam, es beruhigt sich. Ich beruhige mich, der Typ beruhigt sich. Bei mir ist die Sonne auch wieder rausgekommen. Aber wir können Türen verschließen. So, und jetzt bitte sag mir nicht, der steht da noch. Ja, sauber. Und hier ist wirklich Action passiert. Man muss einfach immer nur wieder einreden, ist nur ein Spiel. Wer schläft denn in so einem engen Raum? Okay.
Da räuspert er sich wieder. Erstmal räuspern. Da ist ein Schloss. Okay, dafür brauchen. Ne, das ist offen, ne? Die Nummern, ja. Keine Ahnung, können wir nicht wissen. Okay. Das heißt, wir suchen eine Nummernkombination. Check the stairs. Das ist doch wieder unten, oder nicht? Aber ich möchte mir das hier zu Ende angucken, vielleicht. Okay. Also. Die Nummern unten. Das scheint. Ah, da geht's aufs Dach. Verstehe. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Wenn es denn möglich ist. Sieht gut aus. Es ist echt nicht schlecht. Für so ein Horror-Indie-Game. Muss ich sagen, gefällt mir das ganz gut. Es ist eine gute Stimmung, es ist gruselig, es hat eine gute Länge, also das ist, es geht auch ordentlich. Also ist schon nicht schlecht. So, da haben wir natürlich noch nicht alles gecheckt. Na gut, gehen wir jetzt mal wieder nach unten. Wie uns das gesagt wurde, wir suchen eine Zahlenkombination. Eine ganz einfache Zahlenkombination, ne? Der. Das, der ist der Dachboden. Ich weiß nicht. So, was könnte, oder wo könnte das denn noch versteckt sein? Schon wieder im Keller wird für mich auch wenig Sinn machen. Na gut, schauen wir einfach nochmal. Aber ich gehe nicht nochmal in die Kanalisation. Finden wir die Nummer. Sieht er erstmal wieder. Ja, soll ich nochmal in den ersten Stock gehen und den Rest erkunden? Da könnte es sein, ne? Gut, tun wir dies. Jetzt muss man natürlich alles abchecken. Eine Zahlenkombination, das könnte aus Wörtern sein, das könnte sogar sein, wann haben wir die Nachrichten alle bekommen? Welchen Datum, an welchen Daten? Obwohl, das wäre unlogisch. Warum sollte er nach seinen Nachrichten her die Dings-Zahlenkombination herstellen? Nein, das wird irgendwo sein. Auf dem Zettel vielleicht? Wo verlegt man das hin? Schauen wir uns hier nochmal den Rest der Wohnung an. Vielleicht bekommt er dann einen Hinweis. Hier sind wir auch verschlossen. Hier ist dieser Durchgang, genau. So, und hier waren wir jetzt noch nicht. Ja. Okay, reicht doch. Danke dafür. Ah, warte mal. Ja, hier ist tatsächlich noch eine vierte Nachricht. Und dann könnte es echt vom Datum her sein. Der zweite Mal. 2. März.
Irgendwas Schlimmes, das sehr, sehr, sehr merkwürdiges muss hier passiert sein. Ich habe die Wörter auf der Wand gefunden. Ich weiß nicht, wer Ma wo Mary ist, okay. Also das ist die, die weggegangen ist. Ja. Schatz. Ja, also vielleicht hat er sie erschossen, aber weiß jetzt nicht, wo sie ist, weil er so crazy drauf ist, der Dude. Da war gerade. Okay, ich wollte gerade sagen. Das ist wahrscheinlich nur ein Ladefehler gewesen. Verdammt! Wo müssen wir hin? Wo finden wir die Zahlenkombination? Wieso ist denn jetzt die Musik schon wieder an? So. Na, checken wir jetzt einfach nochmal die Notes. Das ist der 2. März. Wir haben den 2. März. 2. März. Das erste, was wir gefunden haben, war ganz unten, ne? So, hier haben wir den 2. März und das war die 3. Nachricht. Also können wir nach oben gehen und bei dem 3. schon mal 2. März. Dann haben wir oben eine gefunden. Das ist die letzte gewesen. Und dann die Stockwerk 1. Ah ne, hier waren wir in Stockwerk 1. Also ist es die 2. Ja, genau. Und im Keller war die erste. Das heißt, die im Keller können wir ja praktisch weglassen, wenn wir uns die anderen messen. So, das war der 2. Januar. Ne, was nicht? Was war das? Ist behindert. Oder? War es der 2.? Oh, nee. Nee, es war März, der 2. März. War doch so, oder? Ja, jetzt bin ich blöd. Ja, ich gehe nochmal zurück und schreibe mir das hier irgendwo auf. Würde ich sagen. Es war auf jeden Fall März. Ja. Oh, jetzt muss da wieder weh, die Musik geht jetzt, ey. Dann ist was los. So. 2. März, genau. Also, und das war die 2. Nachricht. Okay. Habe ich. Aber warum sollte der Alte ein Schloss machen? Mit den verschiedensten Notizen, die wir hier gefunden haben, wovon jedes Datum dann eine Zahl im Code-Schloss enthält. Also weiß ich nicht, das macht für mich also. Nee, aber das sind halt die einzigsten Zahlen, die wir bekommen haben, oder? Irre ich mich da? So. Das heißt, im Keller gehen wir nicht mehr. Die letzte können wir ja durch Ausprobieren dann machen. So, hier war die Notiz. Wo war sie hier? Ich glaube, die war hier. Ach, was war das, wo das Schlüssel leer ist? Ja, war das? War die Nachricht? Nee, die war nicht hier, die war, dann war sie hinten. Irgendwo. So, jetzt lassen wir das bitte nicht fehlen. Nicht fehlen. Ja, genau, und dann ein weiter. Hier war die Nachricht. Ah, genau. 7. April. Habe ich. Okay. Let's go back then. Check the dance. 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 Ah, hier von Truth or Dare Pflichten? Oder Wagen? Truth or Dare? Wahrheit oder? Ich weiß es nicht. Aber da kommt mir jetzt das einzige bekannt vor. So, die war hier, gell?
da. Genau. Erster Turm. Hab ich. So. Dann können wir die drei eingeben und das erste durch ausprobieren. Gell? Super. Ich hoffe, das funktioniert alles. Bitte lass es funktionieren. Check the dares. Soll ich nochmal gucken? Check the dates. Ah! Ja, klar, das ist hier der Hinweis. So. Also mit WASD? Okay. So, hier hatten wir den zweiten. Da hatten wir den siebten, das stimmt. Da hatten wir den ersten. So, gehen wir mal. Der fünfte war's. Fünfte, was auch immer. Let's go. Auf den Dachboden, der natürlich über dem Badezimmerklo ist. Natürlich. Oh, Leute. Okay. Es kann sein, dass das nicht so geil wird. Hier. Was ist das denn jetzt für eine Musik, ey? Nice, mega nice. Was ist die schöne Musik, alle. Ich sehe halt nichts. Aber ich weiß, dass meine Taschenlampe nicht mehr geht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ohne Taschenlampe ist es hier unmöglich, gerade bei mir. Okay, gehen wir durch den Nebel. Jetzt kommt die Erlösung. Ah, da ist Licht. Die Auflösung. Da ist eine Note. Ist hier eine Note? Ich hab irgendwas Collectives. Hallo, Mr. Aldefonse. Can you tell me what is going on here? Ich knie mich auch nieder für dich. Ich bin tot. Was soll ich denn machen? Kann mir das mal einer sagen? Haben wir gewonnen jetzt? Ah ne, wir stehen wieder auf. Es ist noch nicht vorbei. Wir sind selbst Mr. Aldefonse, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt sehe ich halt noch schlechter. Was ist denn los hier? Wo ging's hier denn raus? Geht's hier noch raus? So, wir jetzt eingesperrt sind. Oh Mann, ich sehe doch nichts mehr. Nein, nicht! Heated Shoes? Okay. Es ist die Frage. Waren wir jetzt im Geist von Mr. Aldefonse, wie er sich selbst am Ende erschossen hat? Wodurch er dann irgendwie zum Geist wird oder so? Oder sind wir selber verrückt geworden in dem Haus, dass wir jetzt denken, na, wir haben das alles gesehen und wir kommen hier nicht mehr raus und eingesperrt und erschießen uns deshalb. Aber ich denke mal, da wir die Waffe in seinem Zimmer genommen haben, war das deswegen. Naja, wie auch immer, ich danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr mehr von diesen Horror-Indie-Games sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal zu irgendeinem anderen Video. Mal sehen, was auch immer. Haut rein, macht's gut, tschüss.